sehen wir mit Marvel und Niantics neuem Game Pokémon Go 2.0. Unter anderem wurde Vivi für einen Award nominiert. Und wir schauen uns ganz kurz an, was beim Apple Event so alles war und was für Vivi auch vielleicht hier in Zukunft noch interessant werden könnte. Moin moin und willkommen an Bord. Ich bin's, dein Captain, und heute am Steuer mit den schon eben genannten Themen. Und wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ansonsten, wenn dir auch dieser Content von mir gefällt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr von dir über ein Abonnement freuen, wenn du da draußen keine wichtigen News und Infos über Vivi und Ikomi verpassen möchtest. Starten wir doch mal ganz kurz rein, und zwar nämlich mit dem Apple Event. Das hat ja stattgefunden vor in etwa einer Woche, beziehungsweise am 7. September. Das sind jetzt 3 Tage, nicht ganz eine Woche, aber auf jeden Fall gab es hier einige neue Produktinfos. So natürlich auch das neue iPhone, womit leider auch keine neuen Funktionen dazugekommen sind, was den LiDAR-Scanner angeht, was mich an der Stelle etwas enttäuscht hat. Nichtsdestotrotz werden wir Anfang nächsten Jahres, das heißt Anfang 2023, sehr wahrscheinlich die Augmented Reality bzw. VR-Brille von Apple sehen, was mich an der Stelle extrem bullisch stimmt, denn diese Brille wird auf jeden Fall enorme Möglichkeiten bieten, und ich werde euch natürlich hier, was diese ganze Brille und Augmented Reality und so weiter angeht, auf dem Laufenden halten. Ansonsten gibt es eine sehr positive Nachricht, und zwar nämlich von Niantic. Und wer nicht weiß, was ist denn überhaupt Niantic? Niantic ist eine amerikanische Spieleentwicklerfirma, und diese haben zum Beispiel auch das Spiel Pokémon Go rausgebracht, beziehungsweise dort eine Schlüsselrolle gespielt. Denn in Zusammenarbeit mit Marvel entsteht hier das nächste Augmented Reality Mobile Game, und das lässt natürlich an der Stelle ziemlich viele Fragen offen. Wir haben Marvel als Licenser. Marvel hat die Lizenzen, Vivi hat die Collectibles bzw. die Blockchain, und Niantic hat in dem Fall die Technologie, um das Ganze umzusetzen. Und hier gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel für die Marvel Mighties an der Stelle unter anderem auch ein Spiel sehen werden. Ich habe dazu auch hier das Ganze mal geschrieben, Marvel Mighty Game mit diesen Augen, und darauf hat tatsächlich jetzt ja Niantic nicht direkt geantwortet, aber sie haben diesen Tweet auf jeden Fall geliked, was auf jeden Fall zeigt, meiner Meinung nach jedenfalls, dass es nicht ganz abwegig ist. Natürlich kann man jetzt an der Stelle sagen, es ist alles Zukunftsmusik, und das ist auf jeden Fall auch richtig so. Was ich an dieser Stelle besonders spannend finde, ist einfach der Fakt, dass Pokémon Go mit einer der erfolgreichsten Mobile Games überhaupt geworden ist. Ich glaube, in den ersten 3-4 Wochen waren das, glaube ich, 60 Millionen Downloads, die dort Pokémon Go kassiert hat. Zum momentanen Zeitpunkt haben wir über 100 Millionen Downloads, also wirklich eine Wahnsinnsanzahl, und es ist somit unter das erste richtig gute Augmented Reality Game, was überhaupt rausgekommen ist. Denn Augmented Reality heißt ja im Prinzip, dass etwas in der physischen Welt ist, was aber eigentlich nur digital existiert. Und dementsprechend stimmt mich das auch extrem bullisch auf dieses Game, was hier kommen wird. 2023 wird es hier dann losgehen, und Vivi hat ja angekündigt, dass es noch ein Game geben wird, wo sie unter anderem auch mit dabei sind, was eigentlich Ende des Jahres kommen sollte, aber vielleicht ist es dieses Game, was wir dann noch sehen werden, hier in Kollabo mit Vivi. Also das wäre auf jeden Fall ein Szenario, wo Vivi enorme Mass Adoption gewinnen könnte, weil natürlich hier auch enorm viele Leute dazukommen. Denn wenn das wirklich so gut sein sollte, wie zum Beispiel das Pokémon Go Spiel, dann sehe ich auf jeden Fall bei Vivi sehr viel grüne Zahlen. Allein wenn sich nur 20 bis 30 Millionen Leute wirklich diese App von Marvel bzw. Niantic dann runterladen, um dieses Spiel zu spielen, werden mit Sicherheit einige Prozente immer noch zu Vivi gehen und sich das Ganze doch nochmal genauer anschauen, was an dieser Stelle natürlich dann auch wieder einen positiven Einfluss auf Vivi selbst hat. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wenn wir wirklich dieses Szenario haben sollten, das an der Stelle super bullish sein sollte für Vivi Collectibles, da dort einfach deutlich mehr Leute dann auch aufmerksam werden und wahrscheinlich auch diese Collectibles dann enorme Utility bekommen, in dem Sinn, dass man mit ihnen dann in diesen Spielen interagieren kann, vielleicht extra Level dann hat und so weiter und so fort. Also da gibt es ja super viele Ausbaumöglichkeiten. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Wir können uns ja mal den Trailer hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz anschauen. Ja, im Prinzip auch eine Mobile App, das heißt, das Ganze ja, wird so ein bisschen vielleicht auch an Vivi angelehnt sein, wer weiß. Also ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was das Ganze angeht hier. Man sieht schon hier so ein bisschen mit den Marvel-Helden,
wird schon ein bisschen interagiert und da wäre natürlich auch die Möglichkeit da, an dieser Stelle mit den Vivi Collectibles zu interagieren. Natürlich ist die Rede hier nicht von irgendwelchen NFTs, aber ich denke, das wäre dann an dieser Stelle auch sehr bewusst gewählt, weil das natürlich an dieser Stelle auch einen riesen Aufschrei wahrscheinlich geben würde für Marvel und Niantic. Abwegig halte ich es aber, wie gesagt, an dieser Stelle nicht. Lass mich auf jeden Fall aber deine Meinung zu diesem ganzen Thema unten in den Kommentaren wissen und lass uns über dieses Thema dort diskutieren, denn ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema und auch ein sehr spannendes Thema, was uns hier auf jeden Fall in der Zukunft noch deutlich mehr beschäftigen wird. Für die internationalen Business Awards 2022 in Neuseeland wurde Vivi tatsächlich mit unter die Finalisten gepackt und dort sind sie auf jeden Fall noch mit 6 anderen Unternehmen, die ich persönlich jetzt nicht kenne, aber Vivi sticht hier meiner Meinung nach schon sehr raus. Und sie haben sich an der Stelle hier für diesen Award qualifiziert und am 27. Oktober wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass Vivi hier gute Karten hat, um auch hier tatsächlich den Win abzuräumen. Man muss ja auch an der Stelle sagen, Vivi hat an der Stelle auch ziemlich viel geleistet im letzten Jahr, was meiner Meinung nach sie hier auf jeden Fall qualifiziert, auch tatsächlich den Win zu holen. Wenn man bedenkt, sie haben Disney ins Board geholt, wir haben Citroën zum Beispiel als Car-Lizenz mit an Bord geholt, wir haben DS Automobile mit an Bord geholt, wir haben so viele Lizenzen mit an Bord geholt, wovon wir wahrscheinlich draußen noch nicht mal irgendwas wissen. Und insgesamt haben sie auf jeden Fall auch mit Payout einen riesen Schritt gemacht, was an der Stelle, glaube ich, auch nicht ganz unkompliziert ist in Vivis Situation. Dementsprechend gehe ich aber auch stark davon aus, dass tatsächlich Vivi hier auch gute Chancen hat, den Win abzuräumen. Ich werde dich natürlich aber hier auf einem Laufenden halten, wenn das Ganze dann wirklich für Vivi über den Tisch gegangen ist. Wenn du meinen Kanal abonnierst, wie auch die Glocke aktivierst, dann verpasst du das Video auf jeden Fall nicht, wo ich das Ganze vorstelle. Und ansonsten war es das hier an dieser Stelle auch schon wieder ganz kurz mit diesen Infos. Wenn dir das ganze Video an dieser Stelle gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like von dir freuen. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.